Tja. Ah. Da musst du warten, bis was frei ist. Und beten, dass die den Schlafsack nicht einpacken in den ins Inventar. Er ist am Ertrinken. Und er hat gerade eben was in sein Album gebracht. Elektroschock bekommen. Mal gucken. Oh, dieses Kabel hätte sich also nicht... Oh, diese Kabel hätten sich also nicht berühren dürfen. Aua. Okay. Ein Inferno zu Hause. Kann einem ganz schön Angst machen. Das macht mir auch Angst, wo ich lese. Glücklicherweise hat die Feuerwehr eine Verlässlichkeitsrate von 95%, dass sie nicht kommt. Mhm. Wenn wenigstens... nur weniges ist noch furchteinflößender oder gefährlicher als ein Brand. Aha. Blase versagt. Sich nass zu machen ist eines der peinlichsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Bei der Arche ist es ganz normal. Man braucht Selbstdisziplin, um regelmäßig zu trainieren, aber häufiges Ausdauerungstraining zeigt sichtbare Erfolge im Spiegel. Das war das jetzt? Schlank geworden. Okay. Romanzen, keine. Erinnerungen, 5. Erinnerungen, 4. Erinnerungen, 3. 4. Erinnerungen, 34. Nein, 34, 30 davon einzigartig. Und 26 für meinen kleinen... Naja. Was haben wir denn hier? Anmelden bei Facebook. Das geht nicht, weil ich nicht bei Facebook mehr bin. Zum Glück. Auch er möchte jetzt duschen. Und sie möchte sich die Zähne putzen. Das ist eine Nuss hier. Ach, Boxkrieg! Okay. Okay. anyway, huh? Hier hingehen, Arschlappen. Dann machen wir das eben so, damit du glücklich bist, Idiot. Ne? Platsch. Vergib ihm! Ja, vergib ihm. Denn er weiß nicht, was er tut. Ich da wieder so ein Arschlappen am Boden. Ne? Ja, da kann ich ihm auch nicht helfen. Ehrlich. Keksi. Das ist auch wieder sowas. Er muss jetzt warten, bis alle durchs Labyrinth gelaufen sind. Arch. Sonst geht er nicht auf die Toilette, sonst geht er nicht in die Dusche rein und so weiter und so weiter. Also alle müssen hier aus diesem, das ist jetzt als ein Raum. Weil hier keine Trennwand dazwischen besteht. Wenn der jetzt eine Tür wäre, wäre es was anderes. Aber es besteht keine Trennwand. Jetzt müssen alle das Labyrinth verlassen. Das kommt auch noch dazu. Das habe ich nicht bedacht. Aber es klingt logisch. Weil jeder, der im Raum ist, wird als störend empfunden. Wir müssten eigentlich nur hier rausgehen. Aber hier geht es nicht weiter. Der Schulbus für Bonner kommt in etwa einer Stunde. Ob er es bis in die Schule schafft, ich weiß ja nicht. Er ist so ziemlich am Arsch, er hat Hunger bis zum Geh nicht mehr, Handrang ist im Keller. Also wenn er es noch bis 8 Uhr nach oben schaffen soll, dann muss er sich jetzt beeilen. Und er schläft?
Nicht mehr? Er ist bereits auf dem Weg. Oh. Er hat den Schlafsack liegen lassen. Der andere Idiot ist am Duschen. Er hat eingekuschelt, so gemütlich und kuschelig. Ich wünschte, ich könnte für immer hier drin bleiben, wegen Schlafsack. Naja, du kannst dir auch einen Eiersack drüber ziehen. Das geht auch. Obwohl, einen Eiersack hat er ja schon. Nur es sind keine Eier drin. Entschuldigung, die von der Arche haben doch keine Eier. Das sind doch Loser, das sind doch Flaschen. Das gammel ich, ja natürlich. Aschfallrotze hat er mal kurz reingepfeffert. Oh, Davido! Deswegen dampft es noch so schön. Hm? Teller nehmen. Wer hat dir gesagt, dass wir zur Schule gehen? Bezeldor? Teller nehmen. Wie sind die eigentlich? Sind die gut? Nein, die sind normal. Carbonara essen. Hot Dogs. Klebrige Carbonara. Ach, lecker. Ach, der Käse. Schon gammelig. Über ein halbes Jahr. Alt, der Teil. Gestern gekocht und heute schon schlecht wie Sau. Es riecht auch schon so richtig verfault, kann man sagen. So faulig so. Arschfallotz hat gerade die Tagespflege eröffnet. Na, die Leute werden sich freuen, wenn sie in den Keller kommen. Ja. Wo will er denn hin? Die Toilette benutzen. Und wo wollen die Weiber hin? Ja. Wo ist denn eigentlich... Aschfalotz ist gerade beim Duschen. Die Hygiene ist im Keller. Es heißt, er ist auf dem Weg dorthin. Ob er es nochmal zur Dusche schafft, ich weiß es nicht. Anton Aufzünder ist auch gerade angekommen. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, ist doch wurscht. Wo ist eigentlich Bonner hin? Sauber lecken. Wo leckt er denn bitte schön sauber? Ach, er ist wieder auf dem Rückweg. Es bewegt sich. Zumindest versucht es sich in Bewegung zu setzen. Wie man sieht, nicht mit sehr viel Erfolg. Das braucht ewig und Radar, bis es oben ist. Ja, ein bisschen schneller laufen lassen. Sonst dauert es Stunden, bis wir da sind. Machen wir doch ganz einfach so und so. Und er hat vorhin erst geduscht. Oder? Wie habe ich das gesehen? Ach, da ist er ja. Dann wird er jetzt gleich vorbei schlappen. Und nach oben. Jawohl, da ist er auch schon. Roseo. Das kleine Mäuschen hier. Roseo Rica. Oh, liebe Nubu. Wollt ihr nicht Wangu? Oh, what a Nubu. Entschuldigung.
Ich bitte vielmals um Verzeihung. So was geht. Überall liegen die Klamotten rum. Das ist ja nur gut. Ich könnte es auch gleich da rein tun, aber bin ich verrückt? Ich bin doch nicht verrückt. Er möchte gern was zu essen haben. Er hat gar keine Wünsche. Ihm geht's pudelwohl. Volker hätte gern etwas mehr Spaß. Nervensäge. Volker, was ist denn das für ein komischer Name? Ob ich den ändern kann? Sim bearbeiten, natürlich kann ich den verändern. Verändern. Ich will eigentlich nicht viel machen, ich will nur hier. Schalten Namen, das ist ein kleines, männlich. Männlichen Geschlecht, das heißt Volker Diebold von mir aus. Schnauze. Sonst haue auf Poppes. Sunkati. Die Freche an deiner ganzen Sache ist ja die. Kurz Augenblick Pause. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier eine Treppe basteln. Bevor man die Treppe hier benutzen kann, muss man eine Treppe runter. Man kann jetzt zum Beispiel, wenn man hier zum Beispiel, ich gehe mal kurz in den Baumodus, zeig das mal eben kurz. Ich kann zum Beispiel hier noch einmal einen Stockwerk tiefer gehen. Danach kann ich noch einen Stockwerk tiefer. Und dann kann ich noch ein Stockwerk tiefer. Danach geht's glaube ich nicht mehr. Genau. Also 1, 2, 3. Wir haben insgesamt 4 Keller jetzt. Insgesamt. Ich könnte also jetzt richtig fies sein und das komplette Areal benutzen. Und 1, 2, 3, 4 Keller bauen. Und am 4. wieder eine Treppe nach oben. Das wäre fies. Das wäre richtig scheiße fies. So wie es der Arche gebührt. Eigentlich. Aber lassen wir mal, der Weg ist, glaube ich, lang genug. Wenn ich jetzt so ein bisschen was bastel, dann überlebt es die Arche so nicht lang. Da sind wir ins Wasser gegangen. Freiwillig sogar. Kotrathäufchen. Kotrat. Brauche ich dich eigentlich? Das ist die Frage. Brauche ich dich wirklich? Oder kann ich dich vergammeln lassen in dem Ding? Das ist eine gute Frage, nicht wahr? Würdest du jetzt bitte mal auf Live-Modus umschalten? Kotrat hat sich soeben selbst ins Aus befördert, ich sagte doch.